Moin Freunde, kurze Veranschaulichung, wenn ihr den Abstand von einem Punkt zu einer Geraden berechnen müsst. Was macht ihr dann überhaupt in der Schule? Also ihr habt folgendermaßen eine Gerade gegeben und irgendeinen Punkt und ihr sollt den Abstand bestimmen. Jetzt könnte man sagen, okay, ja, man spannt eine Linie von der Gerade irgendwie zum Punkt auf, so zum Beispiel, und rechnet dann den Abstand aus. Das ist aber nicht damit gemeint, sondern ihr müsst immer den kürzesten Abstand nehmen. Das heißt, ihr guckt quasi auf einer Geraden, die fahrt ihr entlang und guckt, wann der Punkt erreicht ist, sodass die Gerade, die ihr von der Ursprungsgeraden aus zeichnet, genau durch den Punkt geht und man hier einen rechten Winkel hat. Wenn diese Bedingungen gelten, dann habt ihr genau den kürzesten Abstand von dieser Gerade zu diesem Punkt und könnt das Ganze berechnen. Das macht ihr mit dem Lot-Fußpunkt-Verfahren. Wie das genau geht, seht ihr auf unserem YouTube-Kanal. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.